Fußballweltmeister Deutschland hat in der EM-Qualifikation wieder Fahrt aufgenommen. Die Nationalmannschaft gewann am Abend in Tiflis souverän mit 2:0 gegen Georgien. 3 Punkte müssen her, egal wie. Joachim Löw und Co. brauchen dringend einen Erfolg, denn die bisherigen Auftritte in der Qualifikation waren alles andere als berauschend. Schon nach 5 Minuten sieht das ganz ordentlich aus, als Reus die Latte trifft. Georgien zumeist sehr defensiv agierend, von Beginn an unter Druck. Deutschland kombiniert gut, erneut Reus, alleine der Abschluss ist noch unbefriedigend. Gegen Ende der ersten Halbzeit bringen die vielen Bemühungen der deutschen Mannschaft dann endlich den gewünschten Erfolg. Götze legt Reus auf und nach 39 Minuten steht es verdientermaßen 1:0 für den Weltmeister. Georgien hat sich bis zu diesem Zeitpunkt sehr respektabel verkauft, wird in der Folge dann jedoch klassisch ausgespielt. Zudem hat Müller Glück, dass er eine zweite Abschlusschance bekommt, sein 5. Treffer in der EM-Qualifikation. 2:0 zur Pause für die DFB-Auswahl. Und wie gestern beim Training sind auch heute wieder mehrere Flitzer mit von der Partie. Nach dem Wechsel lässt das Niveau deutlich nach. Einzig Reus sorgt nochmals für Torgefahr mit seinem 2. Lattentreffer. 2:0 am Ende, damit 3 Punkte und ein Pflichtsieg gegen den Weltranglisten 126. Georgien. Dazu insgesamt 4 Flitzer, mehr war das nicht in Tiflis.